Kalispera und guten Abend, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Runde Space Engineers. Wie ihr sehen könnt im Hintergrund, habe ich ein bisschen gearbeitet. Das werde ich euch gleich mal zeigen, was ich so ein bisschen vorbereitet habe, wo ich mir Gedanken drüber gemacht habe. Aber was ich zuerst mal kurz erwähnen wollte, falls ihr es nicht schon hört, so ein komisches, leichtes Klopfgeräusch, während ich spreche, wahrscheinlich, vermutlich. Und zwar bei uns regnet es wie, naja, wie soll ich sagen, als ob die Welt untergeht. So, also ich bitte euch, das zu entschuldigen. Liegt nicht an meiner Aufnahmegeräte. Für das Wetter kann ich ja nicht. So, ich versuche ja schon immer abends aufzunehmen, da ich so, naja, fast noch nicht gesagt, aber ich glaube, ich habe schon mal gesagt, da ich ja aus einer ländlichen Gegend komme und da irgendwie jeder meint, du musst den ganzen Tag irgendwas arbeiten. Also nicht auf der Arbeit, sondern irgendwie zu Hause. Ich glaube, die haben alle Urlaub. Die arbeiten im Garten, in der Garage, an den Autos, keine Ahnung was alles. Ja, also, da kann man tagsüber fast gar nicht aufnehmen, also schon gar nicht mit offenem Fenster. Und bei den Temperaturen zurzeit wieder habe ich dann schon gerne das Fenster offen, weil es mir eigentlich doch ziemlich warm wird immer. Aber deswegen, Aufnahme. Was? Material schon wieder aus? Deswegen Aufnahme, hauptsächlich gerne nachts, da tagsüber draußen einfach die Hölle los ist. Und jetzt kommt das Wetter noch dazu und möchte mir auch meine Aufnahmequalität versauen. Damit ich wieder so tolle Kommentare kriege wie: Wo nimmst denn du auf? Oh Mann. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Haben wir nur noch so wenig Stahlblatt? Oh, dann. Aber ran hier. Machen wir gleich mal 1000. Naja, so wie ihr seht, ich schweife wieder ab von einem Thema zum anderen. Ich habe immer so viel zu erzählen und wahrscheinlich interessiert es kein Schwein. Deswegen, schauen wir uns mal an, was ich gemacht habe. Wahrscheinlich besser, als dass ich euch mit irgendeinem Müll voll laber hier. Also ihr würdet natürlich gerne voll gelabert werden, könnt ihr natürlich tun. Aber jetzt erstmal zum Spiel. So, was habe ich gemacht? Das kennt ihr ja hier, unsere schöne Garage. Bei dieser kleinen Passage hier wart ihr ja, wenn ich es noch richtig weiß, auch mit dabei. Und ihr wart auch mit dabei, als ich angefangen habe, hier unsere Fabrikräume zu gestalten. Aber der Raffinerie stand nicht hier, sondern da irgendwo. Das kommt jetzt so, weil ich, wie gesagt, ja noch ein bisschen dran gebastelt habe. Ich habe es etwas vergrößert. Meiner Meinung nach immer noch, naja, zu klein, ich weiß nicht. Vielleicht mache ich mal alles so übertrieben groß. Aber wir können uns ja über mehrere Etagen austoben. Hat auch seinen Vorteil. Kann ich euch auch einen weiteren Mod zeigen dann, die Tage, den ich installiert habe hier. Das war schöne Treppen, über die wir dann in die zweite Etage gelangen, aber wieder mal eins nach dem anderen. Genau. So, was ich mir überlegt habe, wie gesagt, hier unten machen wir unsere Verarbeitungsräume, unsere Verarbeitung. Der Assembler verarbeitet ja auch, wie sollen wir es denn nennen? Unsere Aufbereitungsräume. Ha, genau. So, Aufbereitungsraum. Eine Raffinerie, sollte die nicht rein, können wir hier, glaube ich, bis zu 4. Genau, 3 zusätzliche bis zu 4 Raffinerien hinsetzen. Wunderbar. Dann werden wir immer mit genügend Material versorgt. Zweite Etage, die dann hier kommen wird, auf dieser Höhe. So. Werden wir Assembler anbringen. Kurz und einfach gesagt. Da stellen wir dann unsere Materialien her, die wir brauchen. So, das war's dann eigentlich auch schon. Vielleicht machen wir noch eine dritte Etage. Da bin
bin ich aber noch im Überlegen, das muss ich noch testen, in meiner Testwelt. Wo ich dann so, naja, was könnte ich da unterbringen? Das ist ganz so ein Medical Room. Dann hätte ich gerne irgendwelche Container. So ein bisschen Platz zum was lagern, habe ich irgendwie noch gar nicht dran gedacht. Beziehungsweise ich hatte gedacht, dass man die vielleicht unterirdisch machen. Bin ich mir auch noch nicht sicher. Ob jetzt unterirdisch oder in der dritten Etage. Wahrscheinlich unterirdisch besser. Oder so eine kleine Ausbuchtung hier nochmal. Zusätzlicher Lagerraum auf der Fabrikationsebene. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, also wie ihr seht, gibt es sehr viel zu tun. Und alles die Vorbereitung für unser... Der Begriff nicht ein, für unser Bohrfahrzeug. Nein, das hört sich so blöd an. Och man, wie soll man das nennen? Drilling Hovering Machine. Vielleicht? Gute Frage. Auf jeden Fall. Unser Drill Vehicle Flugzeug. Hovering. Keine Ahnung, wie es nennen soll. Unsere große Bohrmaschine, ganz einfach. So. Unsere große Bohrmaschine. Habe ich schon getestet. Ich denke, ich habe jetzt halbwegs was zusammen, was man dann auch hier bauen kann im Let's Play. Ja, wo vielleicht nicht ganz so schlecht ankommt. Mit dem wir auch, naja, vielleicht nicht zügig, aber relativ zügig Material ans Tageslicht bringen können. Auf jeden Fall schneller wie mit dem hier. Das ist ja mittlerweile eine Zumutung für die gute Dame hier. So, was habe ich noch gemacht? Und zwar ins Licht einschalten hier. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal ein paar Rohre verlegt. Ich glaube, der Witz war jetzt mehr schlecht als recht. Ach ja, immer diese Überleitungen. So, aber jetzt wieder zum Ernst zurück. Ich habe hier, da wir ja alles miteinander verbinden wollen, mal diese Conveyor Tubes angebracht. Auf der Höhe dachte ich ganz gut. Dann können wir es konstant hier durchziehen, falls ich irgendwo noch eine Türe anbringen will. Ja, so wie hier haben wir eine Türe. Ja, da wäre es ein bisschen blöd gewesen, wenn auf der Ebene die Tubes sind. So, aber wie bringen wir jetzt diese Tubes auf die andere Seite? Ganz einfach. Ein Tunnel. Ja, so wie man es halt immer macht. Unter die Erde mit den Rohren. Ganz einfach. Einfach gesagt, hast getan. Ich habe immer Angst, wenn ich hier entlang bohre. Das müssen wir jetzt halt noch ausprobieren. Die zu tief kommen oder zu weit links oder zu weit rechts. Muss ganz genau gerade sein, bis darüber. Dürfen wir auch nicht versauen. Das ist dann schon mal ein kleines Problem. Ja. Dann ist unsere Spiel-Let's Play-Welt am Arsch. Das wollen wir ja nicht. Deswegen. Das müssen wir ganz genau vermessen hier, damit wir die Rohre gut verlegen können. Was ich auch gedacht habe, was vielleicht nicht schlecht aussehen würde, aber ist jetzt schon zu spät, na, da ich ja schon das Loch gebuddelt habe, dass ich hier in der Mitte so Glasplatten anbringe und darunter dann direkt die Tubes laufen lasse. Hätte ich nicht graben müssen, wahrscheinlich nicht. Aber ja, was soll es, dann sieht man sie halt gar nicht, die schauen nicht schlecht. Startet hier und... Ich würde sagen, ja doch, hier. Hier muss ja nicht direkt dort sein. Hier reicht. Hier kann man es ja wieder hervorkommen lassen, die Röhren, und dann der Seite entlang laufen lassen. An der Wand hier brauchen wir ja keinen Zwischenraum. Da ist Ende. Da kommt nichts mehr. Und fast auch. Irgendwann müssen wir halt das hinten anbauen. Wenn ich jetzt hier noch, kann ich gar nicht, ne? Viel zu knapp hier. Wenn ich nicht einen Platz lassen, dann die Wand ziehen, dann können wir gar nicht mehr laufen. Hätte ich das breiter machen müssen. Aber ich denke, damit können wir eigentlich jetzt erstmal ganz gut leben. So. Also, da steht alles an. Dann würde ich sagen, haben genug geredet jetzt wieder. Ab ans Werk. Und zwar bauen wir mal ein bisschen an der zweiten Etage weiter. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen.
weil ich so viel Overwatch gespielt habe und ich jetzt jedes Mal, wie soll ich sagen, schon kampfbereit klicke. Ja, aber das wird ja wohl nichts. Hier wird es wieder ruhiger. Eigentlich genau die Ruhe, die ich jetzt so brauche zum Abschalten. Die anderen Spiele sind immer so nervös. So hektisch. Mein, macht ja Spaß, sonst würde ich ja nicht spielen, klar. Aber also was Ruhiges zwischendurch ist schon, schon sehr angenehm. Zum Glück habe ich ja die Cyberhounds ausgeschaltet, ne? Sonst würde ich auch hier einen mittelschweren Herzinfarkt bekommen, nicht nur bei Overwatch. Deswegen, um mich ein bisschen zu schonen, Cyberhounds bleiben aus. Dann kann ich das hier ein bisschen genießen. So, zweite Etage. Was machen wir mit dir, beziehungsweise wie gestalten wir dich? Na. War ja klar, meinst du hoch. So. Haben wir die zweite Etage wirklich nochmal genau komplett so groß? Wie die erste? Müssen wir schnell im Hydrogen schauen. Warum müssen wir da aufbilden gleich? Das ist jetzt die Frage. Na gut, hier brauchen wir das Dach sowieso. Klar, hier müssen wir das Dach ziehen. Aber was machen wir mit der zweiten Etage? Nur bis hierhin? Quasi nur hier? So. Wäre eigentlich eine Idee, ne? Dann wird das hier so eine kleine Terrasse, wo wir raus können. Warum nicht? Warum nicht? Muss ja nicht immer nur um Material sammeln gehen, ne? Man soll ja auch mal ein bisschen die Landschaft genießen. Solange wir es noch können hier, ne? Wenn wir auf einem anderen Planet sind, auf dem Mond oder so, oder auf dem Quasi-Mars, dann ist vorbei mit genießen. Da ist der Ausblick wahrscheinlich nicht ganz so schön. Also, der Ausblick vom Planeten selber. Der Blick dann auf die Erde. Wahrscheinlich schon wieder genialer. Ach ja. So, weiter geht's. Jawohl. Alles dabei. Dann machen wir mal weiter, wie wir unser Dach hinbekommen. Nicht, dass es hier im Spiel auch noch anfängt zu regnen, wie bei mir, ne? Dann müssen wir halt schnell, falls es doch hier jemals anfangen sollte zu regnen, schnell zu unserem Eisenfelsen. Den haben wir ja so schön ausgehöhlt. Könnte unser vorübergehender Unterschlupf werden. Außer ich brauche natürlich demnächst wieder ein bisschen Eisen, dann ist vorbei, dann wird das Dach ganz weggemacht. So. Die Kameraführung wieder. Ist ja nicht anzuschauen. So, hier. Komm, hier ziehen wir auch mal ein bisschen was raus. So. Und ihr verzeiht's mir ja bestimmt wieder, wenn das auch erstmal so ein bisschen ein Gerüst bleiben wird. Da ich unser ganzes Eisen, das ich habe, nur ungern verschwenden würde jetzt. Also ich nenne es jetzt einfach mal verschwenden, um hier unsere, naja, Gerüstkonstruktion hier auszubauen. Ich würde erst gerne, klar, erstmal wieder so die Linie, die Architektur des Gebäudes vollenden. Wenn ich sage, jawohl, so gefällt mir das, so gefällt uns das, dann würde ich sagen, los geht's, ans Ausbauen. Aber dann natürlich auch wieder in der Reihenfolge, erst die Raffinerie,
Dann den Assembler. Und dann irgendwann mal so. Naja, das. Die Wandstrukturen. Na, so, das wollt ihr jetzt natürlich aber nicht. Weil sonst, wenn ja jetzt hier jeder Block 25 Stahlplatten braucht, dann. Da war ich ja ewig beschäftigt, bis ich da jeden einzelnen Block ausgebaut habe und vor allem das Material gesammelt habe. Das Ausbauen, das wird mich sowieso noch beschäftigen, da. Da werde ich ja nicht drum herum kommen irgendwann mal. Um Gottes Willen, wenn ich daran denke, da drüben unsere Antenne, wo ja noch nicht fertig ist. Unsere Landefläche, oh nein. Ich will nicht. Ich glaube, ich stelle jemand ein, der das macht. Ich mache nur das Design und irgendjemand muss es vollenden. Ich glaube, das wäre gar keine schlechte Idee. So, die Blöcke setzen, das macht ja schon Spaß, ne? Sich was überlegen, wie soll es aussehen, ja. So, genau, so könnte es werden, aber. So, ein Scheiß. Um das Ganze nachher auszubauen. Boah. Nee, nee. Das muss nicht unbedingt sein. So, jetzt haben wir ein bisschen wilde Kamerafahrt. Darum bitte ich auch um Entschuldigung, aber. So geht's halt am schnellsten. So. Na. So, unser Dach ist fertig und der Boden für die zweite Etage ist gesetzt. Warum habe ich denn da? Habe ich das einfach nur so mal reingemacht? Kann natürlich sein. So. Dann hier auch wieder das gleiche Spiel. Hier die Wand. Die äußere Wand ist ja in Ordnung. Obwohl, ihr könnt es jetzt natürlich auch ein bisschen breiter nach draußen laufen lassen. Ne? So, ich zeige euch mal, wie ich das meine. Könnt ihr jetzt. So. Würde das cool aussehen? Für den Turm. Das werden nur die zwei Seiten, ne? Wäre hier dann gar nicht. Unsere kleinen Terrasse. Beziehungsweise ich könnte es ja hier. Na? Der Block noch da. Hier eine zusätzliche Reihe machen. Ich überlege gerade, was. Wie das richtig cool aussehen würde, die Terrasse. Oh, nee, das würde nicht passen. Dann musste ich jetzt auch den Block nehmen. Mache ich die jetzt einfach mal so. Passt denn das nicht? Wie wird denn das jetzt passen? So. 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 So wird es passen, genau. Na, dann muss der auch hier weg. So, die muss ich jetzt mal ausschweißen, damit ich sehe, dass meinen Vorstellungen entspricht. So, die einzelnen Blöcke sehe ich ja immer, wie es aussieht. Aber dann, wenn nur noch dieses Gerüst hier steht, dann weiß ich gar nicht mehr, ist es jetzt so wie gewollt oder nicht. Ja, doch, cool. So gefällt mir das. Dann der auch. Der muss weg. Der auch. Na, ich stürze weg. Und hier auch nochmal. So und so. Habe ich jetzt alles? Jawohl. War nicht noch hier irgendwas, das nicht fertig war?